Wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte. Parasini, interne Ermittlungen aus Noveria. Ah! Das ergibt das. Finde ich ja ziemlich interessant. Was will eine interne Ermittlerin hier? Die Direktoren wissen von Anolees Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Das lassen wir aber weitestgehend. Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Okay, das war's. Können wir noch anderen helfen, wenn wir tun, was sie will. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Okay, ich rede mit Keen und versuche, ihn zu überzeugen. Vielen Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will. Interne Ermittlung. Ist ja nice. Ist ja nice. Finde ich cool. Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Ich habe den Job erledigt. Aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anolees aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Jeder auf dieser Station hat unter Anolees Erpressung zu leiden. Sie könnten ein Held sein. Ohne das Wohlwollen der Direktoren können meine Arbeitgeber hier nicht operieren. Die Direktoren ermitteln bereits gegen Anolees. Sie werden auf ihn wütender sein als auf Sie. Schon gut. Es ist klar, dass ich es Ihnen nicht ausreden kann. In Ordnung. Ich werde aussagen. Treffen Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. Okay, also zurück. Gott, ey. Das ist wie am Bahnhof, ey. Du musst mal auf Bahnsteig A, dann wieder auf B, dann wieder auf C, dann wieder auf 1 und dann wieder auf 2. Alter, Walter. Mein Gott. Ich komme vor hier. Unglaublich. Definitiv bin ich da der Laufbursche gerade, aber vom Feinsten mal wieder. Meine Jüde. Aber das ist ja eigentlich in jedem Spiel so, ne? Das ist ja eigentlich in jedem Spiel so. Spectre. Haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch ein Spectre sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Hilft Ihnen das nicht? Sie scheinen sich nicht sehr zu freuen. Ich bin überglücklich. Aber im Moment habe ich nur das Gefühl, etwas Schweres erledigt zu haben. Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen! Ja, ja, gehen Sie. Sie, Shepard! Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften. Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Commander. Ich schulde Ihnen ein Bier. Ist klar. Wow. Ah, jetzt kann ich hier ran. Das hatte ich eben schon ins Auge gefasst, das Ding. Nein! Ich hasse Röcke.
richtig gut. So, auf geht's. Dann sind wir wohl hier fertig. Das heißt, wir können in die Garage. Auf zu Gipfel 15. Ja, Steven, hi. Moinsen, wie geht's dir? Finding? Hallihallo? Zufunkts-Tridi, was? Ach, Zukunftstridi. Ich denk grad, hä? Gut, und dir auch soweit, danke. Alles gut. Alles im guten Bereich. Alles soweit schön. So, hier müssen wir, glaube ich, runter. Hey, jetzt fahren wir wieder rauf, verdammt. Nee, doch. Nee, ist doch richtig. Wo ist die Olle Schmalzer? Ich weiß nicht, wo der John ist. Keine Ahnung. Ich bin nicht im Discord. Kann ich ja nicht sagen. Und ich sitze auch nicht neben ihm, Sporty. Sorry. Na, warte mal. Bin ich eigentlich richtig? Nee, bin ich natürlich nicht. Verdammt. Oh. Und nebenbei noch Basis bauen. Oha. John ist am Wursteln. ja. So, mal gucken. Finde ich jetzt den richtigen Weg? Das ist ja Katastrophe hier, ey. Ach, hier ist er da schon direkt. Da unten muss ich... Alles klar, war ich da unten doch erst richtig? Leck mich doch. Ach, hier musst du ganz wuschig, ey. Ja, guten Morgen. Da oben ist ein dickes, fettes Auto. Ja, GG. Yeah, yeah, yeah. Ich hörte, der Administrator sei verhaftet worden. Hatten Sie vielleicht etwas damit zu tun? Er war korrupt. Tja, das sind die meisten hier. Wenn Sie sie doch nur alle verhaften könnten. Was kann ich heute für Sie tun? Und mich schlapp lachen. Ich komme nicht da rüber, du, Fräulein. Okay, das Thema hat man alles schon. Das heißt, ich kann weiter. Gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Lacht sich schlapp. Glaubst du es? Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Alejutstal soll ziemlich übel sein. Immerhin. Ach du ne, echt jetzt? Wow. Wieder so ein komisches Viech. Dann wissen wir jetzt, was in den Kisten war. Wow. Noch Fragen? Glaub nicht, oder? Easy.
So, okay. Geht eigentlich nur eine ein Weg, also passt das. Auf geht's! Oh, die haben gut aufgeräumt unterwegs, würde ich sagen, oder? Okay, hier habe ich ansonsten alles. Ich glaube, da vorne war auch nichts mehr. Doch. Ich habe fast gedacht, dass hier noch ein bisschen was rumliegt. Alles klar. GG. Natürlich. Ist ja auch ziemlich bescheiden da immer. Achso, nee, das war nur Waffenfeuer, alles klar. Arm hatte ich. Ich hätte mir den Kuchen gemacht. Sieke! Abgelehnt! Obwohl ihr mich da ziemlich konzentriert hätte sehen können, tatsächlich.